So, hi Freunde, wir sind wieder vom Survival Magazin. Heute im Himalaya-Gebirge. Gerade noch vom Yeti gejagt. Kleiner Scherz nebenbei. haben wir uns gedacht, wird Zeit für ein neues Video. Und zwar sind wir zum Entschluss gekommen, das Video zu machen, weil wir letztens ein Video hochgeladen haben. Da geht es darum, in Notsituationen Dreck zu konsumieren. Aber Dreck zu konsumieren ist natürlich auf die Dauer, ja, es geht, aber man kriegt halt Bauchschmerzen. Und es ist nicht wirklich... ja, das Beste. Und wir haben uns gedacht, auch gerade für Anfänger, die nehmen das dann zu ernst und konsumieren halt wirklich nur Dreck. Und da haben wir hier was Schönes gefunden, was man statt Dreck essen kann. Und zwar ist das eine schöne, saftige Distel. So, wenn die Blüten leicht lila-rosa sind, ist sie perfekt, perfekt zum Konsumieren. Und ich werde das jetzt mal vormachen. Es ist leider erstmal schwer, sie abzukriegen. Und wenn sie dann ab ist, muss man sie erstmal hochkriegen. Sehr, sehr scharfe Kanten. Boah, seht euch das Prachtexemplar an. So schön saftig. Na gut. Ist natürlich schwer, sie runterzukriegen in einem. Man kann sie zerkleinern, was ich nicht empfehle. Weil, ja, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn man so ein Ding ganz auf einmal isst. Und Stacheln sollte man auch gar nicht erst entfernen. Sind... ja, gut für den Reinigungstrakt, reinigen den Magen so, für den Verdauungstrakt, so ist richtig. Und ich werde das Ding jetzt ja mal versuchen runterzukriegen. Es ist schwer runterzukriegen. Ja, geht, ja, geht runter wie Wasser, das, er geht runter wie Wasser und, ja, für Anfänger, die das mit dem Dreck zu ernst genommen haben, ja, für die Anfänger, die das mit dem Dreck zu ernst genommen haben, Disteln auf jeden Fall, Top-Ersatz, also, Top-Ersatz, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Viel Spaß!